Wieso macht Kino hilflos? Kino muss sich ändern. VR, AR, 3D, 4D, Screen X. Mit den klassischen Blockbustern in der Superheldenkrise stellt sich immer wieder die Frage, wie geht es weiter? Wenn wir Hollywood und den Social-Media-Firmen wie Meta und Google glauben, dann liegt die Zukunft in der Matrix oder der Oasis aus Ready Player One. Snow Crash wird real, wir leben und entertainen uns online, wir fühlen unsere Abenteuer hautnah, statt uns passiv berieseln zu lassen. Alleine dieses Jahr kommen haufenweise neue VR-Headsets raus. Zwei von Meta, eins von Sony, die PSVR 2, die neue Vive XR Elite und viele weitere von Lynx, Pico und vielleicht sogar Apple. Die Zukunft ist interaktiv und immersiv. Da kann das gute alte Kino doch nur verlieren. Oder ist die größte Schwäche des Kinos vielleicht gar keine? Wir schauen vor und zurück im neuen Spotlight. The popcorn you're eating has been pissed in. Film at 11. Glaubst du wirklich, dass VR scheitern wird? Schwierig. Ich glaube zumindest, dass Leute wie Mark Zuckerberg falsch liegen, die glauben, dass wir zukünftig bald im Metaverse zu Hause sind und nur noch mit VR-Brille alles erledigen, weil er das Ganze einfach nicht versteht, was daran reizvoll ist. Und ich glaube, dass das Kino noch deutlich besser ist derzeit als VR. Aber du hast auch selbst die PlayStation VR und die Quest und spielst damit gerne. Ja, ich finde VR faszinierend und es ist schon ein eigenes Erlebnis, aber ich bin derzeit hart unsicher, ob wir wirklich auf eine Zukunft wie Ready Player One zulaufen. Eher auf eine wie in Matrix. Also ich fühle mich jetzt schon morgens manchmal, als wenn ich in einem dunklen Kokon aufwache und ich weiß, wo ich bin. Das nennt sich Erwachsenwerden und hat nichts mit VR zu tun. Maybe this isn't virtual reality. Aber meinst du nicht, die Oasis ist die logische Zukunft? Ich meine, wir leben jetzt schon halb online mit dem Handy in der Hand und eine ganze Generation ist aufgewachsen, die Kino jetzt nicht mehr für unverzichtbar hält und lieber am Tablet oder Smartphone schaut. Das ist durchaus ein Problem, aber das Kino hatte ja immer wieder Phasen, in denen es sich behaupten musste und viele der Fragen, die wir uns heute stellen, sind schon viel, viel älter. Ich spüre ein großes Ausholen auf uns zukommen. Du spürst richtig. You better have a cup of coffee. Denn Kino hat, wie andere Medien, immer wieder versucht, das Publikum neu zu erobern, wenn es sich bedroht sah. Und das tat es oft. Und einige Male haben wir hier auch schon davon erzählt. Als das TV kam und bewegtes Bild nach Hause brachte, bekam es ja nicht umsonst den Spitznamen Pantoffelkino. Kartoffelkino? Geht's um deutsche Filme? Pantoffelkino. Die Leute blieben zu Hause und schauten alte Filme da, aber das war eben schwarz-weiß und kleines 4:3 Bild, also konterte Kino mit Farbfilm, Technicolor und mit breiter Leinwand, mit Cinerama, Cinemascope, mit Ultra-Breitwand. Das machten sie in den 50er und 60ern und dann wieder in den 80ern mit TRX-Sound und dem Revival von 3D und in den Nullern dann mit Sachen wie Nolan-Filme oder bestimmte Szenen, die im IMAX-Format gedreht wurden. Und immer wurde den Zuschauern gesagt, das ist viel immersiver. Das ist, als wärt ihr wirklich dort. Ja, und dann kam Cameron 2009 mit Avatar und 3D wieder, als wäre es etwas total Neues. Ja, das hatten wir ja im 3D-Spotlight erklärt. Die Leute mussten geteased werden, dass sie etwas bekommen, was sie zu Hause nicht sehen können. Und auch Trends wie 4D haben in den 50er Jahren ihre Anfänge mit Leuten wie William Castle, die Buzzer unter Kinostühlen anbrachten, um in gewissen Szenen Vibration auszulösen und die Leute zu erschrecken. Oder Scratch and Sniff Duftkarten, die zu gewissen Szenen aufgerubbelt werden sollten, um zur Szene passende Gerüche zu verbreiten. Das ist nicht so weit weg von heutigen 4D-Kinos mit 4DX sitzen, wo sich der ganze Stuhl bewegt und rumpelt, wo Wasser verspritzt werden kann, es Nebeleffekte, Flash und sowas gibt, das die Zuschauer noch tiefer in den Film reinziehen soll. Wir haben das doch schon mal probiert bei einem Transformers-Film und ich hatte danach fast einen Bandscheibenvorfall durch das ganze Geruckel. My back! Oh, my back! Ja, es erinnert schon etwas an einen Vergnügungspark-Ride, denn irgendwie wird Immersion ja oft mit etwas verwechselt, was auch erklärt, warum viele große Filme und Serien ihre eigenen Rides bekommen haben. Den Zurück in die Zukunft-Ride in Universal damals, den haben wir ja auch selbst mitbekommen, wo man in einem DeLorean-artigen Ride-Car sitzt, das einen durch Hill Valley und verschiedene Zeiten schickt und sich dazu dann passend bewegte. Später haben sie das dann in einen Simpson-Ride in dem Gebäude umgebaut, der ähnlich funktionierte. James Cameron hat nach dem Erfolg von Terminator 2 ja damals selbst ein Mini-Sequel gedreht mit allen echten Schauspielern des Films, das eine Mischung aus 3D und Bühneneffekten war, extra für den Vergnügungspark. Indiana Jones und die Mumie haben beide sehr eindrucksvolle Rides, die Elemente des Films variieren und bei Transformers ist tatsächlich der Ride besser als alle Filme. Aber darin sehen wir auch eines, es ist eine bestimmte Art von Entertainment und Film, die sich dafür eignet. Du meinst, deswegen gibt es keinen The Fablemans und Schindlers Liste Ride? Ja.
böse formuliert, kann man so sagen. Dieses Versprechen des immersiven Kinos, der Unterhaltung, die uns in eine Story zieht, wird immer nur für eine bestimmte Art der Unterhaltung eingesetzt und das hat seine Gründe. Weil es nur für Spektakel funktioniert. Niemand will ein immersives Drama oder eine immersive Komödie. Wenn Martin Scorsese für Aufruhr sorgt, weil er sagte, Marvel-Filme wären kein Kino, kein Cinema, sondern Vergnügungspark, so heißt, ist es das, was er meint. Natürlich ist dieses Spektakelkino eine Form von Film und es ist natürlich seit Anfang der Kinogeschichte ein wichtiger Bestandteil, weil Leute Sensation und Spektakuläres lieben und das auf großer Leinwand gewaltiger wirkt. Und die Weiterführung davon war dann, dass das Publikum Teil der Story werden soll. Genau das ist ja der Reiz der Rides in den Parks. Beim Jaws-Ride kriegen wir gesagt, hey, wir machen eine Bootsfahrt in Amity Island und ach, der Hai kommt und greift unser Boot an. Die Zuschauer werden zu Helden der Geschichte. Aber das ist doch genau das, was uns VR-Erlebnisse versprechen. Ja, die Oasis in Ready Player One ist quasi ein Ort, wo wir durch Avatare leben und an Abenteuer teilnehmen, die auf alten Popkultur-IPs der 80er basieren. Ernest Cline hat das natürlich nicht erfunden. Das Wort Metaverse, das jetzt auch Mark Zuckerbergs Firma seinen neuen Namen gab, wurde 1992 von Neal Stephenson für seinen Kultroman Snow Crash erfunden. Have I ever read Snow Crash? Yeah. Darin nimmt er quasi alles vorweg, was das Internet dann wurde, also eine anarcho-kapitalistische Technikwelt, in der Konzerne das Sagen haben und Staaten immer weniger Macht haben und sich alle den kapitalistischen Werten unterwerfen, um zu überleben. Mit einem Metaverse, in dem die Armen gedisst werden, weil sie nur über öffentliche Terminals online gehen können und hässliche Avatare haben. Hat Stevenson diese Virtual Reality als Konzept erfunden? Das gab es doch irgendwie schon vorher. Ja, das Konzept einer alternativen Wirklichkeit ist ja uralt. Genau wie 3D-Filme und Bilder gab es schon immer den Wunsch nach mehr Immersion. Seit der Erfindung der Fotografie, seit dem 18. Jahrhundert, gab es das als Konzept. Und 1956 entwarf der VR-Pionier Morton Leonard Heilig das Konzept für ein Kino der Zukunft, für das er 1962 dann tatsächlich einen Prototyp baute. Das war eine Maschine, in die man sich reinsetzte und in ein stereoskopisches Display schaute, das einem 3D-Effekte suggerierte, weil jedes Auge ein anderes Bild bekam. Dazu gab es Stereoton, einen beweglichen Stuhl, Geruchsdüsen, Windmaschinen und das alles simulierte die Fahrt auf einem Motorrad durch eine Stadt, in der der Zuschauer alles riechen und fühlen konnte, was um ihn passiert. Sensorama nannte Heilig das Ganze und es sollte der nächste Schritt der Kinotechnik werden. Toll, mit dem Mofa durch die Stadt. Das hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Nein, es erschien den Investoren damals zu aufwendig, fehleranfällig und die Leute gingen ja auch so ins normale Kino. Aber diese Idee der Immersion war immer da und das Konzept von der Flucht in eine virtuelle Welt. Science-Fiction-Autoren wie Daniel F. Galloway haben schon 1964 von Simulacron 3 geträumt. In der Story hat eine Firma zu Marktforschungszwecken eine komplett virtuelle Stadt im Computer erschaffen, um nicht mehr nur auf Umfragen angewiesen zu sein. Mit dem Twist, dass die Figuren in dieser virtuellen Stadt gar nicht wissen, dass sie komplett simuliert sind. Und als der Erfinder der Simulation ermordet wird, geht die Hauptfigur der Story der Sache nach und bekommt nach und nach raus, dass wohl auch die angeblich reale Welt von ihm nur ein Simulacron, eine VR-Welt ist. Quasi Matrix, Snow Crash und Ready Player One vorweggenommen. Ja, das Ganze wurde sogar verfilmt und zwar ausgerechnet in Deutschland und dann ausgerechnet von Rainer Werner Fassbinder, der ja ansonsten eher so gritty Sozialdramen gedreht hat. Im Zweiteiler Welt am Draht erzählte er 1973 schon von der virtuellen Welt, lange bevor es die Matrix gab und 1999 gab es dann zeitgleich zur Matrix den Film The 13th Floor, eine weitere Adaption von Simulacron 3, wobei diese Werke immer eher den philosophischen Ansatz mit der Fragestellung, wenn wir in einer Simulation leben würden, würden wir es wissen und würde das einen Unterschied machen, das ins Zentrum stellen. In Snow Crash und Ready Player One begeben sich die Menschen ja mehr oder weniger freiwillig und zur Unterhaltung in die VR-Welt. Es ist also vom Konzept vielleicht näher an den Holodeck-Episoden der Star Trek-Serien. Dort wurde das Konzept ja mit The Next Generation 1987 eingeführt. Eine für kurze Zeit simulierte Welt, in der die Föderationsmitglieder zur Entspannung und zur Unterhaltung gehen können, um Abenteuer zu erleben und Fantasien ausleben können. Picard geht dorthin und spielt Detektiv. Lieutenant Barclay lebt dort seine Minderwertigkeitskomplexe aus, indem er sich als den großen Helden inszeniert, dem alle Crewmitglieder zu Füßen liegen. Barclay war quasi der Proto-Incel damals. Ja, nur hat er in der Serie dazugelernt und sich weiterentwickelt. Aber die erste Folge mit ihm thematisiert diese Weltflucht schon ganz gut.
gut und dieses Wish-Fulfillment, wenn alles so läuft, wie man es will, in der fiktiven Welt, wo man quasi der Mary Sue ist, was ja ein großer Reiz ist bei allen interaktiven Erlebnissen. Man will der Held, die Heldin in einer eigenen Story sein. Ehe es Computerspiele gab, versuchten Theater und Bücher ja auch schon immersiver zu werden und das passive Erlebnis zu einem aktiven zu machen. Im Theater gab es ja auch so Mitmachpassagen, Inszenierungen wie Hair oder die Rocky Horror Show luden die Zuschauer ein, sich als Teil der Geschichte zu fühlen, indem die Darsteller ins Publikum gingen, mit dem Publikum interagierten. In den 70er Jahren bis Mitte der 90er hatten auch die sogenannten Choose Your Own Adventure Bücher einen kleinen Hype. Stories, die die Leser zu Helden einer Geschichte machten und alle paar Seiten mitentscheiden ließen. Da gab es dann verschiedene Reihen, unter anderem mit auch bekannten Figuren wie Asterix oder Sherlock Holmes, aber meist waren es so Abenteuer- und Fantasy-Sachen wie die Fighting Fantasy Bücher, die Einsamer Wolfreihe oder das Schwarze Auge. So nach dem Motto, du stehst vor einer dunklen Höhle, aus der unheimliche Geräusche kommen, was machst du? Wenn du eine Fackel anzündest, lies weiter auf Seite 122. Wenn du umkehrst, lies weiter auf Seite 65. Und wenn du ohne Fackel ins Dunkle gehst, lies weiter bei Seite 17. He chose poorly. Die Möglichkeiten waren da aber schon ganz schön eingeschränkt. Ja, es war auch eher sowas wie D&D, wenn man keine Freunde hat, um mit denen zu spielen. Aber genau genommen sind ja Computerspiele oft nichts anderes. Ohne einen menschlichen Game Master, der spontan reagieren kann, sind auch Computerspiele oft auf sehr wenige Optionen beschränkt, was die Interaktivität angeht. Und ganz oft ist das Interaktive einfach nur Gegner platt machen und die Wahl, ob man dafür stealtht oder brachial reinhaut, was die Storys jetzt aber nicht so fundamental verändert. Was für viele der Action-RPGs gilt, die wir heute kennen, da wird zwar durch viele Statistiken und Punkte und Level-Ups und Fertigkeiten Interaktivität simuliert und man kann seinen Charakter ganz doll customizen, aber das verändert die Geschichte jetzt nur innerhalb sehr klar abgegrenzter Parameter. Es gibt vielleicht unterschiedliche Enden, aber eben nur innerhalb der Spielemechanik. Während wenn du ein echtes Pen-and-Paper-Rollenspiel spielst, deutlich mehr Optionen bestehen, je nachdem wie kreativ und offen der Spielleiter für kreative Ideen ist. Übrigens, wenn ihr vielleicht auch gerade im Kino den neuen Dungeons & Dragons Film Ero und Tadim gesehen habt und jetzt Bock habt, selbst mal D&D auszuprobieren, schaut vielleicht mal bei Tommaso in Tommys Taverne rein. Der erklärt dort super schön alles rund um die D&D und Rollenspielwelt, zum Beispiel das Video 5 Dinge, die ihr vor dem Spielen wissen solltet. Link ist in der Beschreibung. Und wenn euch unsere Spotlights gefallen und ihr mehr Deep Dive-Erklärungen wollt, lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Also gibt's echte Immersion nur bei Pen & Paper Rollenspielen? Das kommt natürlich auf die Runde an, den Game Master und die eigene Fantasie. Selbst LARP, also Live-Action-Rollenspiele, wo sich Leute auf echten Burgen oder in Wäldern treffen, um dort ihre Charaktere für ein Wochenende zu leben, sind ja durch die Realität einfach eingeschränkt. Immersion ist wie ein Mittelaltermarkt. Es endet spätestens an der nächsten Straße oder der Bereitschaft des anderen, deine Zaubergeste als echte Kraft zu akzeptieren. Und das hat seinen Grund, dass diese Art der Unterhaltung, diese Super-Immersion nicht der Standard ist. Who does that? Nobody does that. Die Industrie hat ja immer wieder versucht, es einzuführen. Die NASA hat in den 70er Jahren das View System entwickelt, das für Virtual Interface Environment Workstation stand, quasi ein Headset mit Handschuhen zur Bedienung. Die Idee gab es damals überall. Die Comedy-Truppe Zucker, Abraham Zucker, hatte im Kentucky Fried Movie schon damals darüber gewitzelt, wie immersiv Kino werden könnte, in einem Sketch, der im Kino spielte. Und die 90er waren das Eldorado der VR-Fantasien. In Filmen, Serien und Gaming wimmelte es vor VR-Headsets. Michael Crichton ließ seinen Helden im Roman Disclosure in einer VR-Umgebung nach Beweisen für seine Unschuld suchen. Im Film gab es das dann auch zu sehen. Sehr realistisch. Und Filme wie der Lawnmower Man, Virtuosity, Johnny Mnemonic versprachen uns ein Leben im Virtuellen. Nintendo wollte uns erst mit dem Power Glove, dann mit dem Virtual Boy in immersive Dimensionen ziehen. Beides riesige Flops. I love the Power Glove. It's so bad. Und Firmen wie VPL Research verkauften VR-Brillen in den frühen 90ern. Sega versuchte sich an einem Add-on für VR-Games für ihre Konsolen, aus dem dann nie etwas wurde. Und die Medien berichteten ständig von Cyber und davon, dass wir bald alle nicht mehr echt klöppeln würden, sondern uns spezielle Anzüge umschnellen und das dann übers Netz erledigen. Und wieder mal ist die Zukunft heute dann doch eher enttäuschend. Man will sich ja nicht immer umziehen, um Spaß zu haben. Das gilt für viele Aktivitäten, ja. Es gab Dutzende Headsets in den 90s, die sich aber alle nicht durchsetzen konnten. Weil die Technik einfach nicht gut genug war?
Die Displays waren damals riesig schwer und hatten eine furchtbare Auflösung. Das sieht ja heute ganz anders aus. Klar, die Quest 2 und die PSVR 2 und die Index sind Welten besser als die VR-Sets damals, die hauptsächlich Kopfschmerzen verursacht haben. Aber selbst mit einem High-Res-Display, mit Eye-Tracking, mit Inside-Out-Tracking und Bewegungsfreiheit und viel besserer Grafik, VR ist weiterhin eine Nische. Weil es sehr teuer ist? Das ist ja jetzt nicht gerade billig. Ja, der Preis spielt sicher eine Rolle, aber ich glaube, es gibt etwas anderes, das viel entscheidender ist, und das haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen. Es gibt doch noch begrenzte Einsatzmöglichkeiten. Mark Zuckerberg quatscht in seinen Präsentationen ja fast ausschließlich davon, dass wir in seinem Metaverse arbeiten können. Er präsentiert VR-Konferenzen, VR-Absprachen mit Kollegen, VR-Desktops. Das klingt nach so viel Spaß. Kann's kaum erwarten, eine VR-Brille zu tragen, um die Meetings zu simulieren, die ich schon real nicht machen will. Genau das. Meta fokussiert auf das, was wir nicht wollen. Wir hatten es ja vorhin, dass diese ganzen Versuche, Kino attraktiver zu machen, immer mit Spektakel zu tun hatten und haben das ja ausführlich auch schon letzte Woche darüber geredet, warum Kino für Erwachsene es schwer hat. Und die Immersion funktioniert für Leute eben immer dann und ist dann spannend, wenn es ist wie ein Vergnügungspark-Ride. Ich kann sein wie Indiana Jones. Niemand will Finanzverwaltung oder Besuch beim Arbeitsamt in VR erleben, weil wir das schon in der Realität nicht wollen. Für etwas Unterhaltsameres, Kurzweiliges nehmen wir es in Kauf, unter einem warmen Headset zu sein und Bildschirme vor den Augen zu haben. Und für kurze Events ist es cool, mal virtuell zu schießen, zu klettern oder zu boxen oder Beat Saber zu spielen. Für solche Sachen kann VR funktionieren. Für den Alltag ist es aber sehr unsexy, lange Zeit so ein Headset aufzuhaben. Solange die Dinger nicht so leicht sind wie eine normale Lesebrille oder besser noch Kontaktlinsen, bleibt diese Art der Immersion eine physische Belastung, die wir nur kurze Zeit auf uns nehmen wollen, behaupte ich mal. Und deswegen gibt es auch keine VR-Kinos und deswegen sind 4D-Kinos die Ausnahme? Ja, die Technik gibt es seit Ewigkeiten. Aber welche Art Kinos haben sich durchgesetzt? Welche Neuerung hat es denn tatsächlich gegeben in den Kinos? Kinos mit großen Sitzen und Fußstütze und Tischchen fürs Essen? Ja, Pantoffel-Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Kino wurde nicht immersiver, sie wurden bequemer. Selbst Multiplexe haben heute oft Lehnsessel, verstellbare Fußstützen, kleine Hocker, Speisekarten für Snacks und Getränke am Platz, und das hat einen Grund. Die Leute wollen gar keine Immersion? Ja, die Leute finden diese Gimmick- und VR-Sachen mal ganz nett, aber Filmgucken ist Entspannung, Abschalten. Warum lesen wir meist normale Bücher und eben keine Choose-Your-Own-Adventure-Bücher? Warum sind interaktive Filme wie Black Mirror's Bandersnatch, wo man aus einem Dutzend verschiedener Auflösungen wählen konnte, und andere Sachen die Ausnahme? Schon 1967 gab es mit dem für die Weltausstellung in Montreal konzipierten Film Kinoautomat interaktives Kino, bei dem die Zuschauer an 9 Stellen den Fortgang der Handlung bestimmen konnten mit Knöpfen am Platz. Aber das blieb eben die Ausnahme. Und klar, es gibt Visual Novels, gerade in Japan sehr populär. Und Spiele wie Life is Strange oder das ganze Adventure-Genre spielen mit diesem Element, aber sie sind eben trotz allem Nischen verglichen mit dem, was die meisten Leute gerne oft machen. Selbst neue visuelle Medien wie YouTube und jetzt TikTok setzen auf eines. Passiven Konsum ohne eigene Anstrengung? Ja, und das meine ich nicht mal negativ. Wir mögen diese Hilflosigkeit, dieses sich ausliefern. Wenn dir jemand einen Witz erzählt, macht nichts den Witz schneller kaputt, als wenn du ständig Zwischenfragen stellst. Die Pointe zündet dann, wenn du dich darauf einlässt und dann davon überrascht wirst. Und das gilt für alles Narrative. Ob ein kurzes TikTok-Video mit einem Gag, ein Vlog, bei dem uns ein Creator etwas erzählt, ein Roman, eine Serie, ein Film. Wie nennen wir das, wenn uns eine Geschichte wirklich erreicht? Wir sind gefesselt? Ja, wir benutzen dieses Wort nicht umsonst. Wir sprechen davon, dass wir gefesselt sind, oder wir sagen, die Geschichte zieht uns in ihren Bann. Ein Bann, das ist eine Form der Immobilisierung, in der wir keine Kontrolle haben. Im Englischen spricht man bei guten Erzählungen von einem Captive Audience, einem gefangenen Publikum. Das alles sagt dasselbe. Wir liefern uns aus, wir sind gefangen. Wir haben eben genau das nicht, was uns Interactive Fiction verspricht, die ja angeblich die Zukunft ist. Gute Storyteller brauchen die Kontrolle. Regisseure kontrollieren alles, was wir sehen und hören. Und wenn er oder sie gut sind, dann sind wir gebannt. Wir fühlen mit, wir begeben uns in ihre Hände, wir sind ausgeliefert und lassen uns manipulieren. Wir haben Angst, erschrecken uns, wir lachen, wir sind traurig und heulen vielleicht sogar. Wir sind emotional mitgerissen. Mitgerissen ist wieder so ein Wort. Wer mitgerissen wird, hat keine Kontrolle mehr. Ja, wir übergeben uns an die Geschichte. Wir müssen nichts machen, außer uns darauf einlassen und werden unterhalten und erleben das, was einzigartig ist. Wir fühlen mit den Figuren nicht, weil wir entscheiden, wie es weitergeht, sondern oft, weil wir es nicht tun können. Geh da nicht rein! Streitet euch doch nicht! Oh nein, was machst du da? Gute Storys erwischen uns im Kopf und im Herz, weil wir keine Kontrolle haben. Der bewusste Kontrollverlust macht erst den eigentlichen Reiz.
Reiz aus. This is Ben. I'm her houseboy slash sex slave. Das klingt wie 50 Shades of Grey. Weirder Vergleich, aber nicht falsch. Die Filme- oder Serienmacher brauchen diese Kontrolle über uns, damit es funktioniert. Selbst Spiele nehmen uns oft die Kontrolle weg, damit die Geschichte passieren kann. Cutscenes nennen wir das dann. Zu viel Immersion, zu viel Freiheit schadet der Geschichte. Das wird noch sehr spannend, wenn es wirklich zukünftig mal große Stories für VR gibt, die darauf angewiesen sind, dass die Zuschauer im richtigen Moment eben nicht in die falsche Richtung gucken oder irgendwie rumdödeln, statt das zu tun, was die Story antreibt. Da muss noch gewaltig umgelernt werden und vielleicht ein vollkommen neues Vokabular für VR-Erzählungen gefunden werden. Selbst jeder Spielleiter bei Pen & Paper weiß, nichts zerstört eine gute Rollenspielrunde mehr als Spieler, die um jeden Preis ihr Ding durchziehen wollen und immer was komplett anderes machen, als die Story es gerade erfordert. Also Hilflosigkeit ist gut. Immer dann, wenn es um die Geschichte geht, ja. Wir wollen an die Hand genommen und geführt werden, weil wir uns nur so emotional erreichen lassen. Alles, was keine Rummelplatz-Ride, sondern eine wirklich runde Story ist, das braucht den Kontrollverlust beim Zuschauer. Und deswegen glaube ich auch, dass wir noch eine ganze Weile einfach nur Filme schauen werden. Ohne selbst mitmachen zu müssen, ohne dauernd durchgeschüttelt zu werden, ohne dass wir uns entscheiden müssen, was jetzt passiert. Einfach einen Film genießen, mitfiebern und mitfühlen. Und das geht auch völlig ohne VR. Oh wow, du meinst, wir sind dieses Mal gar nicht? Doom, 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 you're doom, doom. Wie seht ihr die Zukunft des Kinos? Muss für euch alles immer interaktiv und immersiv sein oder reicht es euch einfach in einer guten Geschichte zu versinken und die Kontrolle abzugeben? Was denkt ihr, was passiert in Zukunft? Diskutiert mit darüber in den Kommentaren und wenn euch Spotlight gefällt, Deep Dives können wir nur mit eurer Unterstützung machen. Deswegen freuen wir uns über mehr Support auf Patreon oder ein kleines Trinkgeld per PayPal, damit wir noch oft tief in ein Thema eintauchen können. Und jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos.